Servus Leute, willkommen bei Fitness TV und willkommen zum Frag Rafa. Ihr habt wieder unter die letzte Ausgabe viele interessante Fragen gepostet. Ich habe mir wieder ein paar rausgepickt und werde diese für euch jetzt natürlich beantworten. Aber bevor es losgeht, auch hier wieder der Aufruf, stellt mir neue Fragen, postet diese als Kommentar unter das Video und ich pick mir nächste Woche wieder ein paar raus. Los geht's! Die erste Frage heute kommt von Stormbreaker99. Ist Marihuana schädlich für den Muskelaufbau? Ja, das ist eine Frage, die habe ich schon öfter gelesen und hier muss ich ein bisschen weiter ausholen. Marihuana wird ja manchmal als Medikament eingesetzt, hat zum Beispiel positive Auswirkungen auf Krankheiten wie Parkinson oder wenn man Nierenleiden hat. Auch bei Krebserkrankungen kann Haschisch, Marihuana, Pot, was es da für Namen alles für das Zeug gibt, kann helfen, das Leiden etwas verbessern, etwas mildern, kann eventuell auch den Krankheitsverlauf verbessern, sodass man wieder gesund wird. Kann. Ne? In manchen Ländern ist es halt auch als Medikament zugelassen, unter anderem auch in manchen Bundesstaaten, in den USA, zum Beispiel, glaube ich, in Colorado, da kann man das in manchen Shit-Shops oder ich weiß nicht, wie die heißen da, also kann man da Marihuana kaufen, aber halt auch nur, wenn man ein Rezept vom Arzt ausgestellt bekommen hat. Und das geht auch in Deutschland, da kann man auch Marihuana als Medikament konsumieren, aber halt auch nur, wenn es der Arzt verschrieben hat und bei gewissen Krankheiten. Kommen wir wieder zurück zum Thema Marihuana und Muskelaufbau. Man sagt ja Marihuana immer nach, dass es so eine entspannende Wirkung hat und Entspannung ist ja gut für den Muskelaufbau und solche Sachen. Und man hat ja auch schon große Fitness-Menschen wie Arnold Schwarzenegger Marihuana rauchen sehen, als er jung war in den 70ern. Aber das ist eine andere Zeit gewesen. Heute ist es so, dass man festgestellt hat, dass Marihuana nicht unbedingt gut für den Muskelaufbau ist, da es zwar eine entspannende Wirkung hat, aber auch ein paar negative Eigenschaften. Zum Beispiel verengt es die Blutgefäße. Und das führt dazu, dass die Blutzirkulation in unserem Körper sich verschlechtert und dementsprechend werden unsere Muskeln schlechter mit Nährstoffen versorgt. Und Nährstoffe brauchen unsere Muskeln zum Wachsen. Auch ist es so, dass Marihuana eine Wirkung hat, die uns ein bisschen, jetzt nicht schläfrig macht, aber so uns ein bisschen demotiviert, sage ich mal. Wenn wir regelmäßig Marihuana rauchen, fühlen wir uns wirklich, nicht schlapp, aber wir fühlen uns antriebslos. Also es ist jetzt von einem Joint vielleicht nicht unbedingt, aber wenn man es regelmäßig macht, fühlt man sich antriebslos kommt vielleicht nicht mehr dem Training hinterher, vernachlässigt das und das, wenn man sich wirklich als Ziel gesetzt hat, Muskeln aufzubauen, dann ist das unbedingt nicht gut. Also dann kann das eine psychische Gegenwirkung haben, sage ich mal. Ne? Natürlich kommt es dann auch auf den Ehrgeiz und auf die Disziplin drauf an, die man an den Tag legt. Von daher würde ich Marihuana rauchen, generell Drogen konsumieren und Muskeltraining nicht miteinander verbinden. Das gehört einfach nicht zusammen. Das gilt auch für Zigarettenrauchen und Alkohol gehört einfach nicht zusammen. Also auch in Verbindung mit Muskelaufbau gehört das nicht zusammen. Sollte dementsprechend nicht betrieben werden, beziehungsweise so wenig wie möglich. Also jetzt Marihuana rauchen eher weniger, beziehungsweise gar nicht. Zigarettenrauchen und Alkohol hat sich jetzt mittlerweile so in unsere Kulturkreise eingebrannt, dass es nicht mehr rauszubekommen ist. Aber ja, im Endeffekt seid ihr selber euer Herr. Ihr müsst entscheiden, wie euer Körper damit umgehen soll. Und nur ihr trefft die Entscheidung. Ich kann es euch nicht verbieten. Der Gesetzgeber vielleicht bei Marihuana. Aber vielleicht ändert sich das auch irgendwann mal. Man weiß es nicht. Ansonsten macht euch immer über das, was ihr konsumiert, sei es Alkohol, sei es Zigaretten, sei es Marihuana oder irgendwelche andere Drogen, seid euch immer bewusst, was das für eine Auswirkung auf euren Körper hat. Vielleicht jetzt nicht in diesem Moment, also jetzt in der Gegenwart, aber in der Zukunft. Macht euch immer über eure Zukunft Gedanken. Das ist besonders wichtig, denn eine Zigarette bringt euch nicht jetzt um. Eine Zigarette bringt euch in 20 Jahren um, wenn ihr Lungenkrebs habt. Von daher, macht euch immer Gedanken über das, was ihr denn konsumiert. Kevin Grossmann möchte wissen, hey Rafa, ich habe eine Frage, woran erkenne ich den Unterschied, ob ich am Bauch Fett, Wasser oder überschüssige Haut habe? Ja, generell hast du wahrscheinlich einen Mischmasch aus allem, aber jetzt hier ein kleiner Tipp auch für euch anderen da draußen, wie könnt ihr feststellen, ob ihr am Bauch Fett oder Wasser habt, bedingt, wenn ihr jetzt normal, also wenn ihr normalgewichtig seid, ein Übergewichtiger bzw. ein Untergewichtiger, ich hoffe, das könnt ihr feststellen, ob ihr übergewichtig seid, also stark übergewichtig oder ob ihr untergewichtig seid, weil dann trifft das nicht unbedingt auf euch zu. Bei Normalgewichtigen, wie könnt ihr das feststellen, ob ihr da so ein bisschen Speck am Bauch habt? Wenn ihr frühmorgens aufsteht und ihr habt 8 Stunden geschlafen, dann packt ihr euch mal an den Bauch, fühlt da so ein bisschen rum, wie ist das denn und vergleicht das mit später am Tag. Denn es ist so, dass wenn wir morgens aufstehen,
eigentlich ja, ziemlich ausgetrocknet sind, denn wir haben 8 Stunden geschlafen im besten Fall und haben während der Nacht geschwitzt. Ja, so 2, 3 Liter haben wir Flüssigkeit verloren und das merken wir. Also, und wir fühlen uns dann trocken, fühlen uns dann wie, weiß ich nicht, Trockenobst, sage ich mal. Und von daher kann man dann ganz gut feststellen, ob man am Bauch zum Beispiel Fettspeicher hat oder also ja, ein bisschen Fett hat oder dass Wassereinlagerungen sind. Normalerweise hat man immer einen ganz guten Wasseranteil am Körper, sage ich mal. Also das ist halt manchmal auch ein Problem bei Leuten, die halt einen Sixpack ja, markant sehen wollen oder dass es ja, zu sehen ist. Ihr habt immer irgendwie eine kleine Wasserschicht, sage ich mal, unter der Haut und diese verdeckt das auch. Ihr habt dann zum Beispiel ein Sixpack, aber das seht ihr nur, wenn ihr ziemlich ja, dehydriert seid. Und das ist ja auch der Trick bei den Bodybuildern, die trinken dann ja, so einen Tag, 2 Tage bevor sie auf einen Wettkampf gehen, trinken die recht wenig Wasser, um sozusagen ihren Körper zu dehydrieren und so, ja, dass die Haut halt spannt am Körper und man jede Muskelfaser sieht. Das ist aber nicht unbedingt gesund. Also trinkt immer ausreichend Wasser. Wasser ist wichtig, Wasser ist sehr, sehr wichtig für den Muskelaufbau. Wenn ihr wenig Wasser trinkt, wachsen eure Muskeln auch viel, viel schlechter. Also Wasser ist wirklich äußerst wichtig und macht euch da keine Gedanken über euren Wasseranteil im Körper. Entscheidend ist der Körperfettanteil und den könnt ihr durch regelmäßiges Training und eine ja, ausgewogene und gesunde Ernährung könnt ihr diesen natürlich senken, ja, in Verbindung mit einem Kaloriendefizit. Nick Willi möchte wissen, wie stehst du zu diesen 10-Minuten-Trainings im Internet? Also ich persönlich halte davon nicht besonders viel, da ich der Meinung bin, dass man in 10 Minuten ja den Körper nicht so reizen kann, beziehungsweise einen Muskel nicht so reizen kann, dass er denn ja ausreichend wächst. Bis zu einem gewissen Punkt ja, kann der Muskel dann wachsen, aber möchte man einen 45er Bizeps haben, reicht es nicht aus, wenn ich jeden Tag 10 Minuten meinen Bizeps trainiere. Das ist einfach zu wenig, da ist der Reiz einfach nicht groß genug, damit der Muskel dann so groß wird, sage ich mal. Das gleiche gilt auch für ja, Körperfettreduzierung, also jeden Tag 10 Minuten, also wirklich jeden Tag nur 10 Minuten trainieren, bringt mich da nicht weiter. Also in diesen 10 Minuten leert man wahrscheinlich noch nicht mal seine Kohlenhydratspeicher und greift nicht mal seine Fettspeicher an, also verbrennt nicht genug Kalorien und von daher bin ich der Auffassung, nur ein längeres Training, ja, so ab 20, 30 Minuten, bringt was für den Körper, ja, für den Muskelaufbau, beziehungsweise für die Fettreduktion etwas. Ja, aber generell ist es jetzt nicht unbedingt schlecht. Also wenn ich jetzt früh morgens ein bisschen Sport mache, ja, so 10 Minuten lang mich ein bisschen bewege, dann hat das natürlich auch seine Vorteile, sage ich mal. So wird man wach, so regt man den Kreislauf an und startet vielleicht ganz, ganz anders in den Morgen, sage ich mal. Aber jetzt dauerhaft für seinen Körper etwas tun mit nur 10 Minuten, bin ich der Auffassung, dass das nicht unbedingt was bringt. Also da bin ich eher der Überzeugung, dass ein guter Trainingsplan und eine ausgewogene Ernährung und auch das Kennen seines Körpers wichtiger ist und man damit viel, viel mehr erreicht, als jeden Tag nur 10 Minuten zu trainieren. Mr. Peter Gramm möchte wissen, was hältst du von Proteinriegeln? In vielen Fitnessstudios werden ja diverse Riegel angeboten. Und nun wäre meine Frage, haben diese Wirkung und was für eine? Ja, ein Proteinriegel ist eigentlich nichts anderes als ein Proteinshake, ja, in ja, Pastenform, sage ich mal. Also als Riegel zusammengepresst mit noch irgendwelchen Bindemitteln, sage ich mal, damit es dann halt eine feste Form hat. Ja, sind auch gut, haben die gleiche Wirkung wie ein Proteinshake. Nur ich bin halt der Meinung, ein flüssiger Shake hat da einen kleinen Vorteil, denn der muss nicht so intensiv verdaut werden, also von unserem Magen verdaut werden, wie es bei einem Riegel der Fall ist. Wir trinken einen Proteinshake und der kann innerhalb von ein paar Minuten ja sozusagen direkt den Muskeln zugeführt werden, also die Nährstoffe in diesen. Bei einem Proteinriegel ist es so, das muss erstmal zerkaut werden und dann verdaut werden und dann kann das halt erst ja, den Muskeln zugeführt werden. Das dauert ein bisschen länger, bis denn die Inhaltsstoffe so eines Riegels dann an den, ja, bei den Muskeln ankommt. Aber ist jetzt nicht unbedingt ja, ist jetzt nicht unbedingt schlechter, so ein Riegel. Ne? Mir persönlich schmecken sie nicht, also ich habe noch nicht den Riegel für mich entdeckt, wo ich sage, wow, das Ding ist geil, ich fress die nur noch. Nee, also ich hatte bisher immer nur Riegel, die mir nicht so geschmeckt haben, immer so ein bisschen mehlig waren, also so ganz komisch geschmeckt haben, weiß ich nicht. Also das, ja, hat mir nicht geschmeckt. Ist halt so, ne? Da greife ich lieber zum Proteinshake, zu Vanillegeschmack, Schokogeschmack, sowas in die Richtung und kippe mir lieber das nach Trainingseinheit rein, statt zu einem Riegel zu greifen. Ich glaube, so ein Riegel ist auch teurer, als es ein Proteinshake ist. Also ich glaube, lass es eine 500-Gramm-Packung sein oder sowas. Da kann man 20 Shakes draus machen. 500-Gramm-Packung Protein mit Multikomponent kostet, weiß ich nicht, 20 € oder sowas. Bist du bei 1 € pro Shake ungefähr, jetzt ganz grob.
Milchmädchenrechnung, sage ich mal. Und ein Riegel kostet da, glaube ich, schon ein bisschen teurer. Ein Riegel kostet 1,50 Euro, 2 Euro oder sowas. Von daher muss jeder für sich selber wissen, ist Geschmackssache. Von daher einfach mal ausprobieren. Falls schmeckt, ist es gut, kann man beibehalten, falls man das Geld hat. Ansonsten ganz normal zu einem ja, Proteinshake greifen, entweder Pulver oder selbstgemacht. Marie Mimo möchte wissen: Hallo Raphael, was kann man zwischendurch immer essen, also anstatt Chips und Schokolade? Ja, erstmal müssen wir analysieren, warum sind Chips, Schokolade, Flips und Süßkram, warum ist das so beliebt? Ganz einfach, wir machen die Packung auf, jetzt von der Chipstüte, greifen rein, schieben es direkt in den Mund, kauen, schmeckt im besten Fall auch noch gut und sind dann bedient. Dieses typische Couch-Potato-Essen oder ja, Kino-Futter, sage ich mal. Ja, also man muss nicht groß drüber nachdenken, einfach kauen, essen, ja, den Geschmack schmecken und glücklich sein, sage ich mal, ne? Aber dieses Zeug hat natürlich nicht unbedingt positive Eigenschaften auf unseren Körper. Enthält, also jetzt im besten Fall zum Beispiel Chips, enthalten Transfette, sind schlechte Fette, ist nicht gut für den Cholesterinspiegel und weiß ich was alles. Viele Kohlenhydrate machen uns dick und so weiter, wisst ihr natürlich alles selber. Alternativen gibt es viele, zum Beispiel Nüsse. Nüsse sind ein guter Snack für zwischendurch, so also zum Beispiel Studentenfutter oder sowas kann man essen. Nüsse haben wirklich positive Eigenschaften aufgrund ihrer ungesättigten Fettsäuren auf unseren Körper. Auch Trockenobst ist sehr gut, muss man natürlich aufpassen. Trockenobst hat einen hohen Kohlenhydratanteil, aber ist definitiv gesünder, als es jetzt zum Beispiel eine Packung Chips ist oder sowas, ne? Also Trockenobst. Dann gibt es zum Beispiel für alle Leute, die gerne Fleisch essen, Trockenfleisch. Also zum Beispiel dieses typische Beef Jerk ist zwar ein bisschen teuer, oder Beef Jerky ist zwar ein bisschen teuer, aber hat auch einen ziemlich hohen Proteinanteil und ist ein sehr, sehr guter Snack für zwischendurch. Trockenfleisch. Was gibt es noch? Obst generell, nehmen wir Weintrauben, hat auch diesen typischen Snack-Charakter. Man isst es mit den Händen, schiebt es sich in den Mund, kaut, schmeckt süß. Weintrauben oder generell Beeren, sowas in die Richtung, kann man nur empfehlen als Snack für zwischendurch. Ansonsten, was gibt es noch? Schokolade. Schokolade, ja genau, bittere Schokolade, auch äußerst gesund. Ich esse sehr gerne bittere Schokolade mit einem Anteil von ja, 70% aufwärts, also 70% Kakao aufwärts. Hat positive Eigenschaften auf das Herz-Kreislauf-System, ist zwar nicht jeder, ja, Geschmack, sage ich mal, also bittere Schokolade. Aber wenn man erstmal auf den Geschmack gekommen ist, ist sowas wirklich sehr, sehr lecker. Kann ich nur empfehlen, bittere Schokolade für zwischendurch. Auch eine super Nervennahrung. Ansonsten ist auch Popcorn sehr gut. Popcorn, also dieser typische Popcorn, sage ich mal, also jetzt ungesalzen, ungebuttert, ungezuckert. Also wirklich nur die Maiskörner erhitzt in einer ja, Pfanne oder Mikrowelle oder sowas. Oder aber mit einer Popcornmaschine, wenn man denn eine hat, dann Popcorn essen. Also wie gesagt, ungesalzen, ungebuttert, ungezuckert, also wirklich nur das reine Popcorn, hat auch einen relativ hohen Proteinanteil und da zwar auch ein paar Kohlenhydrate, aber auch ein guter Snack für zwischendurch, aber wichtig hier, ungesalzen, ungezuckert, ungebuttert. Also Popcorn auch sehr gut, kann ich nur empfehlen. Ansonsten immer mal so ein bisschen rumgucken. Es gibt immer mal so ein paar Sachen, die vielleicht einem schmecken, oder wenig ja, Kalorien haben oder generell wenig Zucker haben und einen hohen Proteinanteil. Da muss man sich einfach mal schlau machen. Von daher, es gibt schon ein paar gute Alternativen für dieses typische Junkfood, sage ich mal. Von daher einfach mal umschauen. Ich denke mal, ihr habt jetzt genug Ideen bekommen, was man da so essen kann. Rhodes Rocky möchte wissen, was hältst du von Intermittent Fasten? Generell, was ist denn überhaupt Intermittent Fasten? Intermittent Fasten bedeutet, dass man an einem Tag nichts isst, sondern nur Wasser trinkt und am nächsten Tag ganz normal isst, sich nicht den Magen vollhaut, sondern wirklich ganz normal isst, ganz normal trinkt und am ja, darauffolgenden Tag wieder nichts isst, sondern nur Wasser trinkt und dann am nächsten Tag wieder ganz normal isst. Und das natürlich im Wechsel. Ich denke mal, ihr habt das verstanden. Man hat festgestellt, dass diese Art des Fastens, diese Art der Diät, der Lebensweise, ziemlich positive Eigenschaften auf unseren ja, menschlichen Körper haben kann. Zum Beispiel ja, das Diabetesrisiko senkt oder aber den Cholesterinspiegel sehr, sehr positiv beeinflusst. Also der Körper hat einen erhöhten ja, Wert vom HDL-Cholesterin, also dem guten Cholesterin und noch ganz, ganz andere Eigenschaften hat diese Art des Fastens. Wie kommt das zustande? Ganz einfach, das steckt bei uns im menschlichen Körper drin. Der Mensch früher, also vor ja, 30, 40.000 Jahren, also als es noch keine Viehzucht betrieben wurde, als noch keine Landwirtschaft betrieben wurde, hat sich hauptsächlich so ernährt. Der Mensch damals war ein Nomade, der ist umhergezogen, hat in ja, Stämmen, in ja, großen Familien gelebt und ist umhergezogen und auf seinen Streifzügen durch ja, die Wälder, durch das Land, sage ich mal,
hat ja nicht dauerhaft was zu essen gehabt. Die haben das gegessen, was sie unterwegs gefunden haben. Das waren Beeren, Früchte. Und das hat man dann ja im Clan verteilt, damit jeder etwas abhaben konnte. Und das war definitiv nicht viel. Wenn dann die Jäger mal was gefangen haben, sei es ein Reh, Wildschwein, Mammut, was auch immer, dann gab es für ein paar Tage ja relativ viel zu essen. Und das hat man natürlich dann ausgenutzt und hat sich den Magen vollgehauen. Und den Leuten ging es gut, bis dann wieder ja eine Durststrecke war, sage ich mal, bis dann ja wieder man wieder was gefangen hat. Und das dann halt immer im Wechsel. Ein paar Tage lang ganz, ganz wenig gegessen, dann ein paar Tage lang viel gegessen, dann ein paar Tage lang wieder wenig gegessen. Und das hat sich sozusagen in unseren Körper eingebrannt. Das steckt immer noch bei uns im Menschen drinne, diese Art der Ernährung. Nur wir, bei uns ist es so, dass heutzutage wir uns ja ganz, ganz anders ernähren, aber der menschliche Körper sich darauf ja nicht einstellen konnte. Ihr müsst euch überlegen, industrielle Nahrung, also ja, verarbeitete Nahrung gibt es erst seit ungefähr 100, 150 Jahren. Also Cornflakes, weiß ich nicht, Salami und solche Sachen, das gibt es alles erst seit ja, 100 Jahren, 150 Jahren oder andere Lebensmittel, sage ich mal, die wir heutzutage wirklich regelmäßig konsumieren und unser Körper konnte sich darauf noch nicht einstellen. Also die Zeit war viel zu kurz. Ihr müsst euch überlegen, den Menschen, also den Homo sapiens, gibt es seit ungefähr 200.000 Jahren. Also der Mensch, so wie wir heute sind, den gibt es seit 200.000 Jahren und in dieser Zeit haben sich ein paar Sachen in unseren Körper eingebrannt. Landwirtschaft und Viehzucht betreiben wir erst seit ungefähr 10.000 Jahren, also von 200.000 auf ja, 10.000 Jahre, das ist wirklich eine lange Zeit. Und von 10.000 Jahren auf heute, das ist noch eine viel, viel geringere Zeit. Und in dieser Zeit kann sich der menschliche Körper noch nicht so verändern, dass wir ja, mit manchen Lebensmitteln klarkommen. Und deswegen sind aktuell so ja, Diäten wie die Paleo-Diät ungefähr, ja, Paleo-Diät sehr, sehr beliebt, da dort sozusagen der menschliche Körper ja, dem nur das zugeführt wird, was denn der Mensch früher gegessen hat, als es noch keine ja, Viehzucht gab, als es noch keine Landwirtschaft, ja, als noch keine Landwirtschaft betrieben wurde. Von daher ist so eine Art des Fastens, kann gut sein, kann positive Auswirkungen auf den menschlichen Körper haben. Falls es einen interessiert, sollte man das auf jeden Fall mal ausprobieren. Vielleicht ist es was für einen. Es kann am Anfang definitiv sehr, sehr anstrengend sein. Also es ist wirklich sehr anstrengend, einen Tag lang nichts zu essen, nur Wasser zu trinken. Alle, die von euch ja, Ramadan betreiben, die wissen ungefähr, wie das ist. Man hat auch zum Beispiel festgestellt, dass ja, Moslems, die den Ramadan, also dass die Fastenzeit beherzigen, in dieser Zeit wirklich ja, positive Eigenschaften, ja, ihr Körper positive Eigenschaften entwickelt. Von daher ist das Fasten ja, beim Ramadan auch sehr gut, also sehr positiv. Das ist so eine, ja, so eine halbe Art des Intermittent-Fastens, sage ich mal. Von daher, probiert es mal aus, falls es euch interessiert und schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr da irgendwelche positiven Eigenschaften von feststellen konntet. Ja, und das war's für diese Woche mit Frag Raffa. Ich hoffe, ihr habt euch bis hierhin eine Frage überlegt und schreibt diese als Kommentar unter das Video. Ich pick mir dann nächste Woche wieder ein paar Fragen raus und werde diese natürlich für euch beantworten. Ansonsten habt ihr hier unten auch nochmal eine Verlinkung zur letzten Ausgabe. Schaut euch diese an. War wirklich sehr, sehr informativ. Wieder viele interessante Fragen dabei gehabt. Vielleicht auch eine, die ihr euch immer selber gestellt habt. Ansonsten findet ihr hier auch nochmal zwei andere Ausgaben von den Fitness TV, wo ich auf Themen eingehe aus dieser Sendung, also von der heutigen Sendung, aber da ein bisschen mehr in die Materie reingehe. Also auf jeden Fall mal anschauen und sich informieren lassen. Ansonsten besucht uns auch auf Facebook unter www.facebook.com/infitnesstv. Dort ein Like da lassen und uns gerne auch eine Frage stellen an die Pinnwand oder als Facebook-Nachricht schicken. Wir versuchen Fragen so schnell es geht zu beantworten. Das war's. Wir sehen uns. Haut rein.